Hallo, ja, danke auch für die Aufmerksamkeit und die Möglichkeit, die Situation hier zu erläutern. Aber natürlich, es ist so, dass bei mir spontan das Internet ausgefallen ist. Da der Internetanbieter von fern keine Lösung finden konnte, muss ich nun auf den Techniker warten, mit der Hoffnung, dass das Problem gefunden wird. Dieser Termin ist aber erst Mitte nächster Woche. Dies führt dazu, dass einige laufende Folgen der Let's Plays pausiert werden, da ich keine Uploads machen kann in der Zeit. Ich habe zwar noch ein wenig in der Hinterhand, aber leider nicht sehr viel. Aber natürlich. SpongeBob Let's Plays müssen zwangsweise pausieren, da ich keinerlei weitere Folgen habe, die bereits hochgeladen sind. Das God of War Let's Play hat noch Puffer bis Folge 7, aber dann würde es auch pausieren, wenn das Problem bis dahin nicht behoben ist. Die Outer Worlds ist zum Glück vollständig vorhanden und wird bis zu seinem Finale in Folge 129 komplett kommen. Ebenso das No Man's Sky Let's Play zur 6. Expedition wird komplett erscheinen. Horizon Zero Dawn habe ich zumindest bis Folge 57 vorrätig und kann damit noch eine Weile weiterlaufen. In der Tat, zum Beispiel kann es passieren, dass einige Folgen keine Thumbnails erhalten werden. Und je nachdem, wie lange das Problem bestehen wird, der übliche Veröffentlichungsplan sich ändern gegenüber dem üblichen Verlauf. Aber gern. Es wird an das Let's Play von The Outer Worlds ein Let's Play von Final Fantasy VII Remake anknüpfen. Zudem ist geplant, nach Horizon Zero Dawn die Pforte ins Reich von The Witcher 3 zu öffnen. Ja, das stimmt und macht mir auch ein wenig Angst, aber habe große Lust darauf, in diese Welt einzutauchen, was auch längst überfällig ist. In weiterer Zukunft ist auch die komplette Life is Strange-Reihe geplant und es wartet noch viel mehr. Mein Pile of Shame ist ein Fass ohne Boden, dessen Deckel aber nun mal weit offen steht. Vielen Dank, ich hoffe es sehr. Einen schönen Abend Ihnen noch und den Zuschauern natürlich auch.